Hallo. Ja, okay. Ich danke jetzt allen fürs Kommen. Ich danke für die Einladung hier. Mein Name ist Tilman Kranz von der B1 Systems GmbH und ich darf heute ein bisschen über Linux Client Management referieren. Freue mich über die Einladung und über die Möglichkeit, hier diesen Vortrag zu halten. Und dieser Vortrag hat drei Ziele. Ich möchte über den Begriff Linux Client Management sprechen, und zwar im Sinne von, was ist es und wieso will man das vielleicht haben? Ich möchte einen Lösungsansatz vorstellen, den die B1 Systems, mein Arbeitgeber, geschaffen hat, um Linux Client Management zu realisieren. Und dann möchte ich noch über ein bestimmtes Thema sprechen, das im Rahmen von Linux Client Management auftritt. Und zwar kommt das aus dem Bereich von Open Source Software, Supply Chain Management. Warum das ein Thema ist, wird im Laufe des Vortrags klarer. Das ist dann der dritte Teil. Und da werde ich so ein paar Herausforderungen darstellen, die da auftreten mögen. Der Vortrag fängt an mit einer Kurzvorstellung von uns selbst. Und zwar, kurz über meinen Arbeitgeber, für den ich heute hier erscheinen darf. Seit 2004 ist die B1 Systems mit einem ganz starken Schwerpunkt auf Linux- und Open-Source-Themen national und international tätig. Wir sind aktuell über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir machen Soft- und Hardwarehersteller unabhängige Beratung. Das bedeutet, wir haben es uns auf die Fahnen geschrieben, klar und vernünftig unsere Lösungen so vorzuschlagen, unseren Support so zu machen und unsere Trainings so zu geben. Das ist auch unser Leistungsangebot. Ich selbst bin Consultant und Trainer für die B1 Systems und komme jetzt auch aus dem Bereich Managed Service und Betrieb, wo wir unsere Linux Client Management Lösung geschaffen haben. Wir haben auch eine Entwicklungsabteilung und ja, sind da alle, ja, praktisch so ein Service aus einer Hand mit diversen Offices und Standorten. Und unsere Schwerpunkte sind ganz klar, sieht man hier so in Richtung von Operations, aber jetzt auch immer stärker Development. Und hier so SysOps-Geschichten ganz stark. Und der Grund, warum ich jetzt das hier auch nochmal zeige, ist, das ist nämlich eigentlich auch dieses Spektrum, aus dem unser Linux Client Management hier kommt. Das ist eine von mehreren Lösungen oder Lösungswegen, die wir anbieten, um Systeme zu verwalten. Systems Management. Das ist jetzt das Linux Client Management, was ich hier zeige. Und das hat Schnittstellen zu allen möglichen Sachen, die hier auch drin vorkommen. Wir setzen auch ganz stark auf DevOps, CI/CD. Wir interfacen zum Beispiel mit Identity und Access Management. Wir integrieren ganz stark mit Konfigurationsmanagement. Ich durfte da schon mit Ansible, mit Puppet und mit Salt arbeiten. Und wir können in Public und Private Clouds und Hybrid Clouds und Self-Hosted, das können wir alles bedienen. Da sind wir agnostisch. Wir setzen stark auf Containerisierung. Und deswegen ist das schon so dieses Umfeld, aus dem jetzt der Lösungsansatz, den ich heute vorschlagen oder vortragen werde, auch hier angesiedelt. Ja, und unsere Kunden, das hat auch Einfluss darauf, wie die Lösung gestaltet ist, die wir da gemacht haben und die ich vorstellen darf. Unsere Kunden haben ganz viele verschiedene Größenordnungen. Das geht also von zweistellig bis sehr, sehr vielstellig. Und die sind aus Industrie- und behördlichem Umfeld. Und da gibt es mitunter sehr anspruchsvolle hybride Umgebungen, sehr anspruchsvolle Konstrukte, in die man sich jetzt gerade mit so einem mächtigen Tool wie einem Systemmanagement hineinplatzieren muss. Also auch architektonische Herausforderungen und eine ganze Palette von technischen Sachen, um die man sich da kümmern darf. Und auch, das liegt auch der Natur dieser Kunden geschuldet, zum Teil nicht triviale Zugangskonzepte.
Das bedeutet dann also auch das Interfacing mit so Themen wie Security, Identity Management und ja, Auditierbarkeit sind tatsächlich bei uns auch sehr starke Einflussfaktoren auf das, was wir da machen. Ja, Linux Client Management, what's in a name, warum, was ist das, was will man da haben? Ich würde mal sagen, also vielleicht eins vorweg steht hier so nicht, warum haben wir das Linux Client Management genannt? Weil wir es ein bisschen abgrenzen wollten zum typischen Server Management. Tatsächlich kann man sich jetzt mal so vorstellen, ein Client ist alles, was kein Server ist. Das heißt also, das könnte hier so ein Laptop sein, wie einen, den ich jetzt hier habe, ein Unternehmenslaptop zum Beispiel. Es könnte aber auch was anderes sein, zum Beispiel eine virtuelle Maschine, die für einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hochgefahren wird und noch andere. Diese Clients eigentlich, grob gesagt, so ist die Marschrichtung eigentlich Mitarbeiterinnen, Geräte, aber die in verschiedenster Form. Diese Clients sollen jetzt einer Verwaltung, einer einheitlichen Systemverwaltung unterzogen werden. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es ein bisschen stärker in eine andere Richtung geht als beim typischen Systemmanagement für Servermaschinen. Die Kisten stehen nicht mehr statisch in einem Rack oder stehen irgendwo in so einer Cloud, sondern vielleicht trägt man die mit sich rum. Vielleicht arbeitet man mit dem Gerät aus dem Homeoffice. Und das ist so die Richtung, die unser Linux Client Management auch erschließbar macht. Naja, und jetzt ist die Frage, nachdem wir jetzt geklärt haben, Linux Client Management, was verstehen wir darunter? Ja gut, was sind denn jetzt die Anforderungen an so ein Linux Client Management? Und da ist eine Einheitlichkeit gefordert. Und zwar kann es zum Beispiel sein, dass die Unternehmen, für die wir da tätig sind, einfach ganz strikte Anforderungen haben, es muss auf der und der Hardware laufen. Ja, wir benutzen nur die und die Hardware, bringt es darauf zum Laufen. Das heißt also Standard-Hardware oder aber auch eine Standard-System-Umgebung, da gibt es dann eben in den Virtualisierungs- und Containerbereichen auch Entsprechungen, sind vorgegeben. Aber es gibt auch administrative Vorgaben, wie zum Beispiel wohldefinierte Change-Management-Prozesse, das heißt das Nachvollziehbarmachen von Änderungen an einem System. Dass also so eine Änderung veranlasst werden muss, dass sie dokumentiert werden muss. Dieser ganze Aspekt des Change Managements, der ist auch vorgegeben. Und das ist auch gut so. Und weil es ein Unternehmen ist, muss auch eine Inventarisierung, was ist überhaupt im Einsatz, was kommt jetzt zum Einsatz, was hört jetzt auf, eingesetzt zu werden. Also diese Lebenszyklusaufgaben, die im Unternehmen auftreten, die man privat nicht so in der Form erlebt, auch die gehören mit zu diesem Umfeld von Vorgaben. Ganz stark, natürlich heikles Thema, gerade heutzutage, gewinnt zu Recht und ist eine gute Sache, immer mehr an Bedeutung, ist IT-Sicherheit, Informationstechnik-Sicherheit. Hier haben wir es zum Beispiel mit so Sachen wie dem Abarbeiten von Härtungskatalogen zu tun, die einfach vorgegeben werden. Oder aber mit dem Umsetzen eines Zugriffsschutzkonzepts unternehmensweit, in das man sich einzupassen hat. Es gibt noch andere Beispiele, aber das sind so typische Sachen. Und auch da ist es dann natürlich praktisch, wenn man mit einem Linux Client Management ein Werkzeug an der Hand hat, mit dem man solche Vorgaben dann auch Realität werden lassen kann. Dass man da etwas hat, womit man diese Arbeiten machen kann, diese Vorgaben umsetzen kann und dann aber auch ein Werkzeug, mit dem diese nachvollziehbar wirklich umgesetzt sind und gegebenenfalls auch darüber berichtet werden kann. Die Unternehmen als zentrale Organisationen sind aber nicht die einzigen, die sich so einen gemanagten Linux-Client wünschen. Das ist jetzt so, dass man das nicht meinen sollte, sondern wenn ich jetzt so einen Firmenlaptop präsentiert bekomme und ich hätte jetzt die Gelegenheit, einen Linux zu benutzen, dann wäre das ja eigentlich eine tolle Sache, es sei denn, es käme raus, ich muss mir alles irgendwie selber einrichten, so gut es geht, schau mal, wie du klarkommst. Das wäre jetzt nicht so schön, sondern ich persönlich würde mir dann wünschen, dass ich mein Arbeitsgerät so ausgestattet und vorkonfiguriert bekomme, dass es genau die vorhin geschilderten Vorgaben selbstverständlich erfüllt und auch noch sinnvoll vorkonfiguriert ist, sodass ich eine Arbeitsumgebung vorfinde.
Das heißt also auch im Interesse der BenutzerInnen ist es tatsächlich so, dass so ein Linux-Client-Management echte Vorteile bringt. Das ermöglicht dann eben auch, wenn man es schafft, diese Vorgaben richtig umzusetzen, auch Linux für ein flexibles Arbeiten aus dem Homeoffice oder aber von unterwegs oder aus sonstigen Einsatzorten, die da gefordert sein mögen, einzusetzen. Ja, also ein interessantes Spannungsfeld, was da zuweilen auftritt, ist, dass so ein waschechte Linuxerin gerne Root hat und naja, lokale Computeradministrationsrechte sind so ein Spannungsfeld zu Durchsetzen von zentralen Anforderungen. Ich möchte aber dazu sagen, das ist lösbar, gibt diverse Lösungsansätze dafür, haben wir uns auch erfolgreich damit beschäftigt. Das ist so eine Randbemerkung, die ich mir an der Stelle nicht verkneifen mochte. Generell gibt es diese Herausforderungen, diese Spannungen bei solchen Client-Management-Aufgaben, bei der Umsetzung von solchen Systemen, gibt es in verschiedener Form. Es gibt generell dieses Spannungsfeld zwischen Forderungen einer Einheitlichkeit im Sinne einer Verwaltbarkeit und von Logistik und anderen Gründen gegen Flexibilität, die man sich ja auch erschließen möchte, auf die ein Unternehmen und ein User genauso wenig verzichten möchte. Und den Klassiker gibt es natürlich auch. Es gibt die Forderung nach informationstechnischer Sicherheit, nach Security, aber auch Benutzerfreundlichkeit, Usability. Das Spannungsfeld gibt es immer noch und weiterhin. Leider. Und wenn es nun keine einheitliche Hardware gäbe, dann wäre das auch problematisch. Denn tatsächlich ist es so, wenn man nun ein Linux-Client streamlinen will und das zum Beispiel jetzt Laptops sein sollen, dann sollte man tatsächlich auf der unteren Ebene anfangen und da hilft es tatsächlich, eine Hardware-Vereinheitlichung zu betreiben. Naja, und gut, nun sagen wir möchten diese Hardware-Vereinheitlichung betreiben. Also gut, dann kaufen wir also eine einheitliche Hardware. Ja, welche soll denn das jetzt sein? Und dann begegnet man diesem Problem des Linux-Supports bei gewissen Hardwareherstellern und auch bei der Forderung nach gewisser Software, die dann da zu laufen hat, begegnet man dem Problem erneut. Das ist also immer noch so ein Dauerbrenner, klar. Hat sich allerdings viel getan. Man kann inzwischen tatsächlich konkret Linux-zertifizierte, insbesondere für bestimmte Linux-Distributionen zertifizierte Laptop-Hardware zum Beispiel kaufen. Kommt da dann auch Support. Das ist aber kein einheitlicher, industrieweiter Zustand, sondern das betrifft dann ganz bestimmte Modelle von ganz bestimmten Anbietern. Und wenn man dann dieses Linux-Client-Management hochzieht und am Laufen hat, dann begegnen einem jede Menge freie und Open-Source-Softwares. Und da erlebt man dann auch Supply Chain, also Lieferketten-Thematiken. Zu denen komme ich in einem späteren Teil noch. Ja gut, ich will jetzt natürlich klar von diesem eher allgemeineren Teil überleiten in die Lösung, die wir nun vorstellen möchten und gefunden haben. Und die Lösungsstrategie ist auf jeden Fall, baut die auf Hardware-Vereinheitlichung auf. Und da ist es so, wenn man zertifizierte Hardware nicht erwerben kann, aus irgendwelchen Gründen, nicht lieferbar oder so nicht akzeptabel, dann beschäftigen wir uns auch mit der nachträglichen Zertifizierung von Hardware. Wir stellen dann zum Beispiel aus, das haben wir schon getan, mit Laborumgebungen als permanente Prozesse auch. Wir stellen dann sicher, dass beschaffte Hardware für die Lösung Linux Client Management tatsächlich funktionstüchtig ist. Bis Oberkante Linux gemanagter Client ist funktionstüchtig. Solche Programme kann man auflegen und damit auch Hardware erschließen, die jetzt nicht so ein Siegel drauf hat, funktioniert mit XY Linux. Wichtig ist ja, dass sie dann mit dem LCM funktioniert und die Workload, also quasi die eigentlichen Anwendungen dort drauf funktionieren. Und das sind nun Prüfprotokolle, die abgearbeitet werden können. Was wir sehr stark zum Einsatz bringen, was wir gut finden, ist das phasenweise Deployment, das Staging Deployment.
wo wir sagen, Development, Test, Production, das habe ich jetzt mal so aus der Luft gegriffen, das sind natürlich realistische Beispiele, das sollen verschiedene Phasen sein, die Änderungen am gemanagten Linux-Client durchlaufen müssen. Das heißt also, sie werden entwickelt, irgendein Aspekt vom Linux-Client-Management, zum Beispiel neue Formen sich anzumelden oder eine neue Anwendung, die installiert wird oder ein neuer Dienst, der laufen soll, allgemeine Konfigurationsänderung, wird erstmal entwickelt. Dann geht sie in den Test und wird dort von einer Testgruppe ausführlich durchgeprüft. Und wenn sie das dann auch absolviert hat, dann kommt es in die Produktion. Produktion heißt da, die breite Masse der Anwenderinnen und Anwender erleben nun diese Änderung. Phasenweiser Staged Rollout. Das Ganze betrifft auch die Software. Das heißt also, wenn wir von Upstream aus externen Quellen neue Versionen von Software angeliefert bekommen müssen, die sich auch erst in Stages bewähren. Und diese Stages stellen sicher, dass eventuelle Probleme bei der Integration oder Funktion abgefangen werden, bevor sie in Produktion gehen. Worauf wir auch setzen, ist, ich nenne es mal GitOps, also ein Operationsmanagement mit dem Revisionskontrollsystem Git. Das hat einen großen Vorteil, nämlich dass man sich diese ganzen Operationen von Git, insbesondere Branching und Commits und Dokumentation von Änderungen zunutze machen kann. Man kann dann da auch so Git-Management-Systeme verwenden, die einen dabei weiter unterstützen und dann vielleicht sogar sowas wie Approval-Based Workflows möglich machen. Das ist also eine gute Sache. Was es natürlich als Vorbedingung hat, ist, dass man alle seine Definitionen, was kann dieses Client-Management, was soll für Software installiert werden, wie soll die dort installiert werden, die Beschreibung, wie sollen Laptops und Ähnliches installiert werden, das alles muss als, ich sage mal, deskriptiv vorliegen, grob gesagt als Textdatei, damit man es überhaupt in Git managen kann und eben genau mit solchen Sachen wie Commits und Patches und Merges arbeiten kann. Und das folgt dann daraus und das ist natürlich auch gut. Dann kommen eben so DevOps-mäßige Sachen wie Infrastructure as Code ganz zum Tragen und die benutzen wir auch heftig. Wir wollen eigentlich am Ende alles, was man so stagen kann, in Git haben. Und das bedeutet dann eben auch, dass solche Strukturen wie es gibt eine Stage Test und eine Stage Prod genau Strukturen in Git entsprechen. Es gibt einen Branch Test und einen Branch Prod. Und eine Übernahme von Test nach Prod könnte man sich jetzt zum Beispiel als einen Merge von Test nach Prod vorstellen. Kann man verschiedene Arten machen, aber so eine Entsprechung soll es geben. Damit, mit dieser Lösungsstrategie, leite ich über zu der konkreten Lösung, die ich hier auch in diesem zweiten Teil des Vortrags jetzt gerne mal vorstellen möchte. Live-Demo kann ich im Nachgang zeigen. Es wird einen Raum geben für Fragen im Nachgang. Freue ich mich drauf. Hier habe ich jetzt nur ein paar Screenshots mitgebracht. Und zwar setzen wir im Kern auf Open Source Software. In diesem Fall sieht man vor sich einen Foreman, der jetzt mal so eine Webverwaltung, eine Web-GUI für einen Systemmanager, das eine Komponente des Linux-Client-Managements darstellt. Kann man jetzt hier sehen. Und wer Foreman kennt, der findet sich da drin gleich wieder und sieht da mal jetzt so ein Screenshot. So sieht sowas, ich möchte mal grob sagen, im Backend aus. Man sieht hier so einen Statusbericht über einen bestimmten gemanagten Client. Da scheint alles in Ordnung zu sein. Bekannt ist von dem irgendeine MAC-Adresse, wie der installiert worden ist und dass der gelegentlich über sich Bericht erstattet. Da könnte man noch viel mehr rausfinden, aber lassen wir es mal dabei beruhen. Wichtig ist vom Prinzip her, der ist gemanagt. Man kann nicht einfach beliebige Clients, beliebige Laptops verwenden. Der Client, der verwendet werden soll, muss hier im Backend auftauchen. Der muss hier angelegt sein. Dem entspricht dann im Frontend hier mal ein Screenshot. Das war nämlich eine VM von diesem gemanagten Client. Und da haben wir jetzt einfach mal zum Beispiel ein Ubuntu installiert und da so einen vereinheitlichten Desktop drauf getan, ein bisschen Theming angepasst und auch unten gezeigt. Man kann es hier unten so, wer gute Augen hat, sieht es,
auch mal gezeigt, wie man das zum Beispiel an eine zentrale unternehmensweite Anmeldung anhängt. Wir hatten das in dieser Demo am Beispiel eines LDAP-Verzeichnisdienstes gemacht. Und da sieht man halt, hier hat sich dann jetzt jemand an diesem Client angemeldet. Der ist eigentlich ein User aus diesem LDAP-Verzeichnisdienst und der kann jetzt hier offenbar auch Sudo-Rechte bekommen. Das hat ihm das System offenbar auch gegeben. Der darf jetzt hier Software installieren, installiert sich gerade irgendwas. So ist dann das Arbeiten vorne mit dem gemanagten Client. Kann man natürlich stark anpassen. Es ist jetzt nicht so, als ob jeder gemanagte Client so aussehen muss. Das ist jetzt hier einfach mal ein Beispiel. Ich glaube, das ist ein Ubuntu Linux 2204 LTS, was da läuft. Ja, vielleicht mal unsere Lösung generelle Eigenschaften, so ein paar grundlegende Eigenschaften. Foreman bzw. seine Content-Management-Erweiterung Catello kommen da zum Einsatz. Und wir setzen beim Konfigurationsmanagement sehr gerne auf Salt, lassen uns aber darauf nicht festlegen. Auch Ansible wird unterstützt und andere können wir auch. Ich selbst durfte an Projekten teilnehmen, wo Salt zum Einsatz kommt, ganz massiv. Das hatte auch Vorteile tatsächlich im Laptop-Bereich, weil Salt ein Config-Manager ist, der auf den Laptops als Agent läuft. Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil in so einer Laptop-Situation. Aber ich durfte auch teilnehmen an Projekten mit Ansible, wo dann eher Data-Center-affine Ressourcen verwaltet wurden. Das geht natürlich mit Ansible genauso. Da legen wir uns nicht fest. Und eine Besonderheit bei unserer Installation ist, dass alles in einem Container läuft und damit auch, wie eben solche Container-Workloads geupdatet werden kann als Image-Updates. Und ich halte es auch für eine starke Besonderheit unseres Lösungsvorschlags hier, dass wir sehr stark anpassbar sind. Anpassbarkeit, Flexibilität, Einbau in auch komplizierteste Kundenumgebungen ist etwas, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben und was wir jetzt mehrmals erfolgreich gemeistert haben. Und wichtig ist uns bei LCM, dass man die Dienste stets upgradefähig hält. Das bedeutet eben auch, dass man hier den Upgrade-Pfad der zugrunde liegenden Open-Source-Komponenten natürlich mitgehen kann, wie eben zum Beispiel die, die hier aufgezählt sind, dass man die upgraden kann. Und wie schon beschrieben, haben wir eine starke Integration mit Git, im Sinne von Git Operations, Git Ops. Wie man hier auch auf diesem Bild nochmal angedeutet sehen kann, ist im Prinzip das Szenario, was ich vorhin beschrieben habe. Man kann diese Stages, man kann da auch andere definieren, man kann die auch anders nennen, man könnte sich ein eigenes Staging gestalten. Am Ende muss es darstellbar sein als eine Serie von Git-Branches und deren Operationen führen dazu, dass der Systemmanager daraus dann sozusagen kompiliert, Softwareaufkommen und Konfigurationsaufkommen für die Rechner in den einzelnen Stages. Bedeutet also, es gibt Developer-Maschinen, an denen wird LCM developed. Es gibt Testmaschinen in diesem Szenario, an denen wird das Deployment getestet. Und wenn sich es bewährt hat, zeitlicher Ablauf, dann gehen die Änderungen in die Produktion und dort laufen sie dann zuverlässig. Ich habe jetzt schon mehrmals von DevOps geredet. Wir nehmen das ernst. Die liegende 8, das Endlos, ist nämlich auch etwas, was da quasi stattfinden soll. Es hört nie auf, soll sich immer weiterentwickeln. Es gibt einen kontinuierlichen Selbstverbesserungsprozess. Wir nehmen das dann so wahr, dass wir hier eben mit Git arbeiten und Merges in die Test bringen. Und wenn dann in der Test okay ist, dann geht es in die Prod. Aber natürlich kommen aus der Prod dann Feature-Requests zurück. Das passt so nicht. Wir brauchen hier noch was eingebaut oder wir haben neue Anforderungen. Wir brauchen was geändert. Und die spielen dann zurück in die Dev. Und so geht das immer weiter. Es ist ein permanenter, iterativer, integrierender und deployender Prozess. Tja, und Stichwort Anpassung an Kundenumgebungen. Wie gesagt, das ist also wirklich ein ganz starker Fokus bei uns.
Beispiele, es sind nur Beispiele. Wenn ich zum Beispiel den ganzen Zugang zu diesen zentralen Systemmanagement-Diensten an ein LDAP-Verzeichnis hängen will. Oder aber, wenn ich so Sachen wie Adressenverteilung und Namensverwaltung für IP-Rechner, wenn ich die schon vorfinde in der Kundenumgebung, zum Teil total komplizierte Aufbauten dort auch, dann muss es damit integrieren können. Und man fängt auch, was den Lebenszyklus von solchen Clients angeht, nicht auf der grünen Wiese an, sondern da gibt es Asset-Management-Systeme, da gibt es CMDBs, da gibt es irgendwelche Systeme, an die ich die anschließen muss oder die unbedingt zu verwenden haben. Und damit bedeutet es auch, wenn ich einen neuen Client ins System bringe, muss ich vielleicht noch mit anderen Systemen Prozesse auslösen. Und das unterstützt unsere Lösung. Da können wir dann so Hooks für bauen, die an den entsprechenden Events von so einem Lebenszyklus Ereignissen, wie zum Beispiel ab jetzt gibt es einen Client oder der Client wird zurückgesetzt oder den Client gibt es jetzt endgültig nicht mehr, wo wir bei solchen Ereignissen tatsächlich dann auch Sachen triggern können. Und auf dem Client, da erschließen wir dann eben so Unternehmensressourcen, wie zum Beispiel, dass es im Unternehmen Benutzeranmeldungen gibt oder Gruppen, irgendwelche Konstrukte. Klassisch LDAP, ich habe es schon mal genannt, kann man auf dem Client anschließen, haben wir in der Demo auch so vorbereitet. Oder auch so typische Protokolle wie Kerberos, die da zum Einsatz kommen. Jetzt neu, das wird immer stärker, kommt es jetzt, sind so Sachen wie OIDC, also eher webbasierte Identity-Protokolle, die wir jetzt auch anschließen. Und ansonsten die ganze Palette von Dingen, die man auf dem Client haben möchte, wie zum Beispiel Besonderheiten bei der Installation, nicht einfach nur die Distribution draufhauen, sondern auch noch besondere Anpassungen machen, Systemd-Units, eigene Werkzeuge pro Umgebung oder halt Anpassungen an der grafischen Benutzeroberfläche bis hin zum Verfassen von eigenen Extensions für die grafische Benutzeroberfläche. Also ich rede hier zum Beispiel von GNOME Shell Extensions. All das ist aus dem Spektrum der Systemdienste und der Client-Implementation genommen. Das sind eigentlich auch nur Beispiele. Wir haben noch Module, also abgesehen von dem, was ich jetzt beschrieben habe, installieren von Clients, benutzen von Clients, zurücksetzen von Clients und endgültiges Dekommissionieren von Clients, kann man noch mehr haben und machen. Der erste Teil hier zum Beispiel Staged Repo Mirror würde bedeuten, dass auch die Softwareverteilung komplett aus dem Internet abgeholt wird und dann erstmal intern gespiegelt wird und dort eben genauso Stages wie Dev, Test und Prod durchläuft, dass sie dort vielleicht auch nach bekannten Sicherheitslücken gescannt wird, dass auch die Clients nach nicht adressierten bekannten Sicherheitslücken gescannt werden und dann Patching von den Clients veranlasst werden kann oder Updates dringend ausgespielt werden können. Also eine typische Anwendung. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit OCS Inventory, tolle Open Source Software. Wenn es gefordert ist, dass die Lösung eine eigene Inventarisierung mitbringen soll, wo dann tatsächlich ein allgemeines Aufkommen von Rechnern und ihrer Hardware und ihren Versionsständen und Seriennummern und Software und Konfiguration und Usern komplett in so eine Datenbank rein soll, dann können wir das als Modul auch bereitstellen. Prometheus Grafana zum Beispiel wären uns nicht fremd, wenn die Lösung eine grundsätzliche Selbstzustandsüberwachung mitbringen soll. Es gibt auch noch andere Anwendungen dafür, für so Grafana-Dashboards. Kann sehr nützlich sein. Und allgemein gilt bei uns, wenn wir halt noch so einen zusätzlichen zentralen Management-Service installieren sollen, sind es halt einfach mehr Container, weil wir fahren die Lösung containerisiert. Und bei den Clients lassen wir uns nicht auf Laptops festlegen, sondern Scientific Workstations, auch Server kann man auch dranhängen, geht auch, virtuelle Maschinen, Embedded-Systeme und noch andere, also so ad-hoc virtuelle Maschinen, VDIs oder VDAs, all das und mehr kann man damit managen, tun wir auch. Und bei den Installationsmethoden ebenso ein Spektrum, alles, was man da so braucht.
sei es jetzt über einen USB-Stick oder einen vorbereiteten Datenträger zu booten oder aber es geht vielleicht im Unternehmensnetzwerk über Pixiboot. Und das hier ist, halte ich für eine Besonderheit, auch eine Self-Service oder aber halt Distributed Szenario ist möglich, wo Clients tatsächlich im Homeoffice installiert werden können. Das bedeutet, muss man sich so vorstellen, der Benutzer bekommt eigentlich sein Gerät und kann es dann durchinstallieren und muss nie irgendwo hin. Ja, das vermeidet das. Also solche Szenarien, verschiedenste Installationsszenarien sollen unterstützbar sein. Und dazu, das möchte ich hier an der Stelle auch einräumen, bei solchen Arbeitslaptops haben wir uns stark fokussiert und sehr gute Erfahrungen gemacht mit Ubuntu. Es ist dies nun auch etwas, was sehr oft angefragt wird und gefordert wird. Ubuntu Linux. Und wir haben auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Desktop-Environments GNOME und KDE. Stichwort diese verteilte Betrieb, die verteilte Installierbarkeit, aber dann eben auch der verteilte Einsatz. Stichwort Homeoffice, da ist ein zentrales Konzept bei uns, dass es eigentlich eine permanente Brücke hin zu den System-Manager-Services gibt. Durch den gemanagten Client gibt es etwas, was ich mal Always-on-VPN nennen möchte. Und wenn der Client sich jetzt in so einem externen Netz befindet, dann kann er sich in die System-Management-Services einloggen über so ein Always-on-VPN und die versorgen ihn dann mit Änderungen und Ressourcen. Dazu setzen wir auch gerade bei Laptops stark auf TPM, Trusted Platform Module 2.0, und sichern dadurch den Zugang in das VPN ab. Das heißt, dieser Zugang hat eigentlich eine gerätegebundene Sicherheit. Hier in diesem Beispiel, was ich hier skizziert habe, ist es so, dass dann diese Brücke auch verwendet wird, um zum Beispiel den Unternehmenslogin bereitzustellen. Ja, und generell ist die Erweiterbarkeit gegeben in viele verschiedene Richtungen. Und ganz viele Probleme haben wir dabei lösen dürfen. Zum Beispiel eben, wie macht man das zum Beispiel, dass nicht jeder alles darf? Stichwort Sudo-Rechte, ja, diese Root-Diskussion, die ich eingangs erwähnt hatte, dass man dafür Lösungen findet. Oder halt ganz viele Sachen, die man so fertig ausspielen muss, damit der Client ordentlich vorbereitet ist, die man dann auch up-to-date halten muss, wie zum Beispiel CAs und bestimmte vorbereitete Browser-Configs. Ganz bestimmtes Verhalten von Netzwerkverbindungen je nach Situation, die komplette Durchautomatisierung dieser TPM-Komponente auf den Clients, viele andere mehr. Und bei der Integration mit externen Systemen, mal nur so als Beispiele genannt, Anbindung eben an irgendwelche bestimmten Domänendienste oder Verwenden von proprietären VPN-Clients, die einfach vorgegeben sind, es haben diese zu sein, nicht irgendwelche. Auch das gibt es, die Situation und viele andere mehr. Wir haben viel arbeiten dürfen und viel Erfahrungen machen dürfen bei solchen Integrations- und Erweiterungsaufgaben. Also hier insbesondere Integrationsaufgaben. Okay, das ist jetzt quasi, das soll mal jetzt unseren Lösungsansatz, dieses B1 LCM, definieren und auch mal ein bisschen vorgestellt haben. Wie gesagt, da stehe ich auch für Fragen im Nachgang gerne zur Verfügung. Wir auch insgesamt. Und der dritte Teil, der angekündigte meines Vortrags, der beschäftigt sich jetzt mit einem Problem, das auch in die Community geht und auch in die vielen Leute, die diese tolle Arbeit leisten, Open Source Software zu machen und zu bereitzustellen, die Upstream-Projekte und die Distributoren. Und da ergibt sich jetzt ein Bild, das immer gravierender wird, diese Supply Chain, diese Lieferketten-Thematik, wo immer mehr Fragen zugestellt werden und immer mehr drüber geredet wird. Und auch wir erleben das. Ich möchte das mal, dieses Thema Open Source Supply Chains, ja, oder Lieferketten von quelloffener Software nennen. So.
Und dann haben wir es eben mit dem Paketieren von Software zu tun. Und ich möchte bei diesem Diagramm hier einfach mal hier unten, das ist das Client Management, da möchte ich mal drauf deuten. Und ich hatte erwähnt, es kommt in vielen Umgebungen vor, dass alles, was aus dem Internet abgeholt und installiert werden soll, und das schließt natürlich Open Source Software, paketiert oder nicht, mit ein, muss erstmal intern gespiegelt werden und wird dann da Gegenstand dieses Stagings. Das hier unten ist jetzt das Client Management. Und die Aufgabe dieser Mirrors, die wir dann da erschaffen von diesen Upstream-Ressourcen, ist es zu ermöglichen, dass diese Software am Ende zur Anwendung kommt. Und wenn wir Probleme erleben bei dieser Software, wie sie angeliefert wird, dann müssen Workarounds geschaffen werden. Und je mehr Probleme wir schon so angeliefert bekommen, desto mehr Workarounds müssen sich hier ansammeln und das ist unschön. Und ein Problem, das wir erleben, ist zum Beispiel, dass Komponenten, die für uns wichtig sind, vielleicht zu spät paketiert werden. Und dass es vielleicht upstream das eigentliche Projekt, das jetzt hier rechts oben ist, das eigentliche Upstream-Projekt, das diese Komponente erstellt, es tatsächlich auf sich genommen hat, selbst zu paketieren. Und andererseits gäbe es vielleicht noch einen separaten Vertriebsweg dort. Da reden wir jetzt hier mal von einer Linux-Distribution. Dort wird auch eine Version der Komponente, aber vielleicht eine ältere Komponente paketiert. Und es kann dann sogar sein, ja, wie man es ja von manchen Linux-Distros kennt, dass es dann nochmal einen Verzug gibt, bis es dann in die abgeleitete Linux-Distribution den Weg findet und dort dann in deren Release-Management tatsächlich bei uns ankommt. Und jetzt haben wir zwei mögliche Vertriebswege, die sich womöglich sogar noch widersprechen. Das wäre auch fatal. Und das macht Probleme. Ich persönlich tendiere dazu, wirklich dazu zu raten und das halt auch aus meiner Admin-Erfahrung jetzt raus. Ich fände es besser, wenn die Sachen über die Distribution kommen. Also ich persönlich tendiere dazu zu sagen, ich fände es im Prinzip erstrebenswerter, wenn die Upstream-Projekte es herbeiführen, gemeinsam im Dialog mit der Distribution. Das ist absolut richtig. Einen Weg zu finden, die Softwareverteilung über die Linux-Distribution zu machen, anstatt selber zu paketieren. Das ist eine These. Der kann man auch widersprechen. Ein gravierendes Problem ist, was ich Staging Bypass nenne. Was man nämlich dann in diesem Umfeld oder im Nachgang davon erlebt, ist, dass wenn es den Komponenten nicht schnell genug geht, über den Distributor zu gehen, dann fangen die an, selbst zu verteilen. Und da gibt es nun eine Vielzahl von Verteilmechanismen. Es werden immer mehr. Ja, ein bisschen ironisch oder sarkastisch könnte man sagen, so inzwischen bringt jede Software ihr eigenes Verteilsystem mit, ihren eigenen Store, ihre eigene Modulbibliothek mit den Werkzeugen dazu oder irgendwas. Und die haben jetzt ein Problem, wenn man die nämlich nicht spiegeln kann, sondern die immer auf diesen Rechnern laufen, dann wäre das ja, ich nenne das hier Staging Bypass, eine Verletzung unseres Dev-Test-Prot-Stage-Prinzips. Und das kann nicht sein. Das ist dann nicht akzeptabel. Das ist ein Problem. Alle Workarounds, die wir dann hier womöglich finden im Staging, werden ja ausgehebelt dadurch, dass ich die Software zu einer späteren Stage einfach beliebig danach installieren kann. Und dann so zur Anwendung kommt. Und das ist tatsächlich also ein Spannungsfeld hier. Und wenn man das noch weiter denkt, ich hatte es ja schon angedeutet und ich meine es auch ernst, es gibt halt dann inzwischen unheimlich viele Wege, quelloffene und freie Softwareprojekte zu distributieren, also zu verteilen und auch zu erhalten. Und je mehr Wege das werden, desto komplexer wird diese Landkarte von Lieferketten. Ja, und ich habe nicht nur hier mehr die Staging-Verletzung als Problem, sondern wenn ich es wirklich versuche, wenn ich es wirklich angehe, all diese verschiedenen Formen von Modulbibliotheken und Softwareverteilsystemen in die Spiegelung des gemanagten Systems reinzuholen, wächst hier die Komplexität immer weiter an.
Und natürlich, weil dann immer auch Probleme da sind, wachsen auch die Workarounds an. Und die Komplexität hier und hier, die wächst an. Und trotzdem habe ich immer noch die Gefahr von Staging-Verletzungen. Und das halte ich tatsächlich im Moment für eine Herausforderung bei den Open Source Software Supply Chains. Dieses Bild hier, was sich da bietet. Noch ein paar Beobachtungen aus unserer LCM. Und zwar, ich stehe dazu, proprietäre Software ist schwieriger zu integrieren im Schnitt tendenziell als freie, libre Open Source Software. Kann da wirklich, also Beispiele könnte ich da benennen, wo halt monatelang proprietäre Software zum Funktionieren überredet werden musste, wobei OSS wirklich auf den Quellcode geguckt werden konnte. Ach, das ist das. Und dann war viel schneller eine Lösung da. Diese Linux-zertifizierte Hardware, vielleicht dazu auch eine Beobachtung aus der Praxis. Ja, die gibt es und es ist toll, dass es die gibt. Man muss eines beachten, zum Teil erfolgt die Zertifizierung nur im Zusammenhang mit dem Einsatz von einem ein bisschen sehr gepatchten speziellen Kernel-Versionen. Das finde ich persönlich nicht so schön, ist halt so, also haben wir so erlebt. Und dann noch was, das könnte auch ein bisschen kontrovers sein, vielleicht die These. Ich hatte ja von GNOME und KDE geredet, nun gibt es ganz viele Linux-Power-User, die sagen, ich möchte lieber den und den Fenstermanager oder was ganz anderes benutzen. Und ich breche eine Lanze für GNOME und KDE. Bei allen ihren Problemen, die sie haben mögen, haben sie einfach Lösungen für Desktop-Automatisierung, wie wir sie bei Managed Clients brauchen. Die haben einfach Lösungen dafür. Das funktioniert mit denen einfach. Wo ich mir bei anderen Fenstermanagern zuweilen schon salopp gesagt einen Zacken aus der Krone brechen musste. Das erkenne ich an und da sind wir auch froh und dankbar dafür, dass das so gut funktioniert. Ja, hier reite ich nochmal wirklich drauf rum, diese Store Inflation aus meinem Supply Chain Management Bild vorhin. Ja, hier nenne ich auch mal Namen. Also, das ist alles wirklich, wir haben mit all denen schon rummachen müssen und mehr. Das sind alles Verteilsysteme, immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Ja, die Frage ist wirklich, wo soll das enden? Wo konvergiert es hin? Oder divergiert? Und ich frage mich halt zuweilen, ob diese Vielzahl von Distributionswegen, mit denen Open Source Software am Ende auf die Clients kommt, der Akzeptanz eher schadet als nützt. Ja, zur Diskussion. Ansonsten allgemein zuletzt noch LCM, Linux Client Management, herausfordernd. Spannungsfelder ist halt spannend. Und ja, klar gibt es auch die Ansicht, ah, so ein normierter Client, das ist ein notwendiges Übel, ist aber tatsächlich halt auch sehr interessant, eröffnet viele Möglichkeiten, viele Perspektiven. Und ich kann es aus persönlicher Erfahrung bestätigen, Linux und Open Source habe ich dabei mir wirklich nochmal ganz stark aufs Brot schmieren lassen dürfen. Und es nochmal aus einer ganz anderen Sicht auch sehen dürfen. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Und ich bin selbstverständlich, wir sind selbstverständlich auch sehr dankbar für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Und wenn es jetzt direkt schon Rückfragen gäbe oder Anmerkungen, haben wir, glaube ich, noch ein paar Minuten übrig. Ich sehe hier was im Chat. Ich klicke da mal drauf. Ich habe noch bis um 12 Uhr. Und es gibt aktuell keine Fragen. Im Chat wurden keine Fragen gestellt. Ich habe allerdings auch nichts weiter anzumerken. Ja. Ich habe jetzt hier, mein Vortrag ist zu Ende. Also wenn jetzt noch Fragen kämen. Wenn nicht, dann nicht. Dann hatte ich diesmal zu starkes Timing. Okay. Also von meiner Seite aus möchte ich jetzt nicht noch irgendwelche Slides wieder aufwärmen oder ähnliches. Das mache ich lieber nicht, sondern dann halte ich mich lieber bereit. Es kann ja sein, dass jemandem noch eine Frage einfällt.